Der Sprung muss natürlich mit dem Downhill-Bike auch noch geflippt werden. Es ist jetzt Flare O'Clock. Die Treppen hier gesehen neben der Show. Und die müssen wir jetzt natürlich runterfetzen. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hinter mir ist das Paunsdorf Center, das befindet sich in Leipzig, ist eines der größten Einkaufszentren in Sachsen und wir haben hier in Kooperation mit dem Radquartier ein riesen langes Showwochenende, 5 Shows am Tag, verteilt übers Wochenende, da drin im Einkaufszentrum. Draußen gibt es noch Pumptrack-Workshops. Um 12 ist die erste Show und dann zeige ich euch einfach, was hier am Wochenende so abging. Ich glaube, es wird ziemlich fett, ziemlich krass. Das erste Mal Fahrradfahren in einem Einkaufszentrum. Hammergeil. Ich zeige euch jetzt mal das Setup. Wir haben hier die Anfahrt. Dann geht es hier über den roten Teppich. Zweimal treten wurde mir gesagt und dann ist dort die Jumpbox und dahinter, ihr seht, die Quarter. Ich war ein Truck to Fake, okay? Truck to Fake, all I wanted to. Oh shit. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier gleich mit der Mountainbike Felix Show. Ich habe für euch 6 der Europas besten Mountainbike Felix Fahrer. Mein Name ist Robin, ich begleite euch durch die Show und ich will euch richtig Sound hören. Show Nummer 1, let's go! Spezialist, der macht jetzt was, eine Line, kommt zurück auf die Jumpbox, springt in den Foodchamp, wartet dort auf mich und ich mache an ihm vorbei noch irgendeinen fetten Trick. Ja! Ja! Dick, Alter! Zieht euch mal rein, wie hoch Ludwig und Even springt. Applaus wegen. Abmann. Okay, okay. Wie hoch ist eigentlich möglich? Jetzt Flare O'Clock. Ja. Scheiße!
Der erste Showtag ist rum. Wir sind jetzt rausgegangen. Hier draußen befindet sich ja der kleine Pumptrack, habe ich euch vorhin schon gezeigt. Ludwig und ich und Even fahren jetzt hier noch eine kleine Session und gucken mal, was wir hier so für Sachen auf die Beine stellen können. Yo! Stunts. Das war schön. Crankflip hier raus. Oder Double? Double Crankflip. Double Crankflip über die Welle. Na Logo. Alter! Nee. Geil wär's. Ich mach irgendwo ein Tailwhip raus ins Flat echt? Rein. Das wär krass. Oh. Alles klar? Ja. Kannst das nicht ganz. Oh. Jo! Boah! Die Kante! Lass mal im Train machen. Lass mal im Train machen. Even sagt, lass mal im Train machen. Jo! Oh. Wow! Nein, aber nein, knapp. Nice. Okay, Even sendet über die Schuppe. Ja, auch. Easy. Extrem. Extrem. BMX, X steht für extrem. Ja! Okay, Even, was hast du vor? 180 da rüber, mal gucken, so. Vielleicht schaffe ich auch. Fast Lenker hoch, ne? Naja. Naja. Vorbau hoch. So. Bisschen mehr als Vorbau. Jo! Dick. Einer hat geklatscht. Wo war? Da war er. Ja. Ich habe heute die ganze Zeit schon die Treppen hier gesehen neben der Show. Die da. Und die müssen wir jetzt natürlich mit dem Downhill Bike mal runterfetzen. Ready? Nochmal, das hat Bock gemacht, ey. Das macht Bock, Alter. Und wir müssen natürlich die Rampe mal mit dem Bike auschecken. Okay, 3, 2, 1, go. Wow. Okay, der Sprung muss natürlich mit dem Downhill-Bike auch noch geflippt werden. Ich glaube, ich drehe einmal mehr als sonst und dann sollte das laufen. Das war's von Showtag Nummer 1. Der Flip ging ziemlich gut, besser als gedacht. Die Rampe hat einen schön rausgekickt und man kam einfach rum. Ich schneide euch jetzt ein Edit rein, was das Kreativwerk hier gemacht hat. Die zwei Jungs waren schon bei dem Pumptrack in Selb dabei. Da ziehen wir uns jetzt das Edit rein, die B-Roll von dem Vlog. Und dann sehen wir uns bei Showtag Nummer 2.
Showtag Nummer 2. Heute ist noch mehr los als gestern. Let's go! Waren hammer geile 2 Tage in Leipzig im Paunsdorf Center. Alle Jungs sind ausgerastet. Richtig geil, wie viele von euch da waren, sich die Shows angeguckt haben. Hat richtig Spaß gemacht. Aber ich fahre jetzt noch nicht heim aus Leipzig. Ich nutze jetzt den Sonntag noch, um hier auf Street Tour zu gehen. Ich habe auf Instagram angekündigt, dass wir uns wieder wo treffen. Das wird das Video am Donnerstag, eine neue Street Tour aus Leipzig. Wetter ist geil, 25 Grad sollen heute werden. Der Sommer kommt endlich, glaube ich. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum Donnerstag, Street Tour. Haut rein, Leute. Peace.